Ja, ich habe in Saarbrücken an der Universität des Saarlandes Physik studiert und anschließend im Bereich Experimentalphysik auch promoviert. Bin dann von 2011 bis 2013 über ein Forschungsstipendium der Deutschen Forschungsgemeinschaft nach Kanada gegangen, habe dort an der McMaster University geforscht. 2013 bin ich dann schließlich nach Deutschland zurückgekehrt, um als Leiter einer Forschungsgruppe am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen neue Forschungswege zu gehen. Wir haben dort die Physik der lebenden Materie etabliert. Ich war dann von 2015 und auch 2016 in Paris an der École supérieure de physique et de chimie industrielle zu kurzen Forschungsaufenthalten und seit Oktober 2020 bin ich nun in Bayreuth. Unsere Forschung ist hochgradig interdisziplinär ausgerichtet. Wir verknüpfen die klassischen Disziplinen Physik, Lebenswissenschaften und auch Chemie. Wir interessieren uns für die allgemeingültigen physikalischen Prinzipien hinter der Dynamik und Selbstorganisation weicher und auch lebender Materie. Diese Systeme können Polymere sein, Kolloide, aber auch Gemeinschaften lebender Mikroorganismen. In diesen Bereichen hat die Universität Bayreuth mit verschiedenen Profilfeldern eine Strahlkraft und eine Sichtbarkeit über die Grenzen Bayerns und auch Deutschlands hinaus. Und wir wollen nun in Zukunft dazu beitragen, dass sich diese Felder weiterentwickeln. Wir wollen verstehen, wie aus biologischen Funktionalitäten und den dynamischen Eigenschaften einzelner Zellen kollektive Phänomene auf der Populationsebene entstehen können. Aus diesen fundamentalen Fragen ergeben sich spannende technologische Aspekte mit gesellschaftlicher Relevanz, von dem Biofilm auf einem Implantatmaterial bis hin zu photosynthetischen Mikroorganismen in einem Bioreaktor zur Synthese von Wirkstoffkomponenten und zu einem nachhaltigen Treibstoff. Meine Vision für den Campus ist, fächerübergreifend interdisziplinär solche Projekte anzustoßen und die Studierenden für diese Themen zu begeistern.